So, willkommen zurück, Gamer Freunde und Ladies. Es geht weiter mit Emily aus. Es war doch ein anderes Spiel. Anthology of Fear. Mal schauen, was so los ist. Was die Mama getan hat. Und er und wir und sie. Nun ja, gucken wir mal, wie sich die Geschichte zu Ende schreibt. Hallo, ich grüße dich. Wie geht's? Wie war dein Tag? Was gab's? Was gab's nicht? Los geht's. Viel Spaß. Tada! Fröhlich fangen wir wieder an, so wie es sein soll. Ein echtes Kunstwerk, das ganze Durcheinander war es wert. Okay. Stehen wir mal auf. Oh. Ein Ding habe ich nicht gefunden. Ich habe noch einige Aufgaben zu erledigen, bevor ich gehe. Okay. Geh auf die Toilette. Emil will Verstecken spielen. Zeit zum Zählen. Die Toilette oder die andere? Wo sind wir hier? Oh, jetzt ist aber weggerannt hier. 1, 2, 3. Ich hack dich zu Brei. Es gab letzte Nacht keinen Schlaf. Oh, das ist nicht gut. Frühes Losgehen wegen Orthopäden, Schmerztabletten und eine Bandage. 20, 21, 22. Okay, Zeit zu suchen. Ab Nachmittag gab es Roulade mit Rotkohl und Senf. Oh. Oh, das ist was Feines. Roulade mit Rotkohl und Semmelknödel. Mmh. Oh, das macht richtig satt, lecker. Kein Schlaf, das ist nicht in Ordnung. Mir ist gerade nicht danach, auf die Toilette zu gehen. Genau. Wir sind schon gewesen. Am Morgen schläfst du schön. Aha, okay. Müssen wir sie suchen. Such nach Emily. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wo sie hingegangen ist und bin mir ziemlich sicher, dass dieser kleine Trickbetrüger einen Weg finden wird, mich trotzdem zu überraschen. Hm, ist das so vorgesehen? Es ist dunkel und kalt und es gibt keinen Grund runterzugehen. Funktioniert nicht. Ich warte immer noch darauf, dass Jason sie repariert. Der Jason ist schon wieder abgehauen. Okay. Ja. Gut, dass die Türen in beide Seiten aufgehen. Nicht hier. Ach so. Sie erkennt das per Raum. Moment, ich mach mal hier zu. Das ist doch ihr Zimmer, nicht wahr? Ah, jetzt können wir das mal sehen. Interessant gestaltet. Nicht hier. Was ist das hier für eine Sauerei? Emilys Malutensilien, sie sind überall die ganze Zeit. Neuestes Meisterwerk. Was ist es? Oh, das ist aber schön gemalt. Akrobatik. Toll. Habe ich dich? Oder doch nicht? Nein, nicht hier. Oh, die ist gerade woanders hingerannt. Ich habe es gehört. Mr. Rabbit, Emilys Lieblingsspielzeug. Ach, den haben wir doch auch in dem anderen Bereich gesehen des Hauses.
aber nicht wirklich aus. Bin zum Einkaufen verabredet. Oh ja. Kauf was Schönes ein. Oder sei dabei. Wir haben Glück gehabt. Mit all dem, was passiert ist, trotz allem, was uns passiert ist, sind wir gelandet. Wir haben Glück gehabt. Mr. Rabbit. Es wird Zeit, dass wir hier aufräumen. Was heißt hier wir? Das Kind kann selber aufräumen. Das ist das Bild, das Emily mit ihren ersten Farben gemalt hat. Jetzt ist es ihr Lieblingsmedium. Ja. Als Emily jünger war, liebte sie es. Jetzt nimmt es nur noch Platz weg. Was? Das kann nicht sein. Ich mache keinen Sport mehr. Vielleicht abbauen und nochmal unten irgendwo aufbauen. Dass sie mehr Platz für die Kunst hat. Es wird ein schöner Tag werden. Das denkst nur du. Nein, nicht hier. Wie kann die das so schnell sehen? Heute ist Spätschicht für mich. Ich bin geistig noch nicht bereit, mich umzuziehen. Ach, wir haben uns noch gar nicht umgezogen. Achso. Emily ist auf jeden Fall hier oben gewesen. Ich hätte sie schon gefunden. Und dann ist sie wieder abgehauen. Hier kann man sich auch verstecken. Fenster. So ist es diskreter, ja. Oder ist sie eigentlich ein Haus in Wirklichkeit? Nicht so aus. Naja. Sich denn versteckt? Ja. Ist immer noch klein genug, dass hier reinpasst. Hast du eigentlich schon den Schnee auf Discord gesehen? Ne, ich habe keinen Schnee auf Discord gesehen. Ey, du rennst immer woanders hin, Emily. Das ist unfair. So spielt man das Spiel nicht. Manchmal denke ich nachts, dass mich jemand durchs Fenster beobachtet. Wenn es nach mir ging, hätten wir überall in diesem Haus Pflanzen und keine Teller und Tassen und sowas. Ich lese... achso, ja, okay. Umgeräumt. Im Ofen! Nein. Das alles auf, damit ich das dann... Ist hier abgeschlossen. Ja, aber die, wenn die immer woanders hin rennt. Jetzt kann sie ja eigentlich nur oben sein, oder?
Emily wächst da schon fast raus. Wenn das so weitergeht, brauchen wir bald ein neues Bett. Den habe ich aber in Fotos geschickt. Ach so. Hast du gemacht? Ach so, deshalb. Wir müssen die Glühbirne bald austauschen. Es sind überall Sterne. Ah, okay. Morgen, kleines Hühnchen. Ah. Oh oh. Zum Geier, wie seid ihr abgeschlossen? Oh shit, die. Oh no. Oh! Oh, war das wieder diese alte Frau? Hey, was hast du mit meiner Tochter gemacht? What? Okay. Ach du Scheiße. Okay, das ist so niemals passiert. Wow. Oh, es ist grell. Ja, okay. Oh no. Oh. Was sind das für Leute? Ah, sind das die anderen Familien? Diese anderen? Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Oh, oh. Nein, ich will spielen. Nein, lass mich. So ist das passiert. Boah, die ganzen Fernseher. Was? Okay, krass. Komm, ich spiel etwas beruhigende Musik. Ah, jetzt dürfen wir endlich runter in den Keller. Ich freue mich. Oh nein, wieder hier rein. Ich fahr gern Fahrstuhl. Schön. Gespeichert. Oh, Alice. Puh. Finde deine Tochter, wo ist sie noch? Ich habe sie die ganze Zeit beobachtet. Sie muss hier sein, irgendwo. Ich habe keine Taschenlampe. Emily. Der Hase. Schon wieder dieses Ding. Jane? Can you look for her? I want to show everyone the joy. Wie, wer ist denn das jetzt hier? Jane, wer ist denn das jetzt? Schatz, du hast dein Kaninchen hier gelassen. Machen wir mal Licht an hier. Hier kann ich nicht rein, hier ist zu. Oh, was ist das? Sie haben die Löffel. Okay, Löffel, ja.
Dann nehmen wir einen Löffel. Oh, hell no. Warum sind die alle so bestialisch hergerichtet worden? Was zum... Ach du Scheiße, ey. Was? Wie ist das passiert? Oh, hier war das. Was zum Sammeln, oder? Sammlerstück. Souvenir, find every keychain. Yes! Oh, sogar noch ein legendäres Achievement. Wow. Blinzelt ihr noch? Ja? Du auch? Ja. Oh Mann, was mit dir passiert hier? Was? Beefsteak? Habt ihr schon eine Dose Beefsteak bekämpft? Hä? Ist hier eine Tür oder was? Nee. Nee, hier ist Schluss. Okay. Müssen wir wieder zurück? Oder soll ich. Warte, hier, was ist das? Also. Muss ich irgendwas aufheben? Hallo? Achso, du hier. Oh Gott. Oh, kommt jetzt jemand? Ach, jetzt nehmen wir die Augen. Ach du Scheiße. Du hast Human Eyes aufgelesen. Oh, okay, verstehe. Oh! Oh! Wait, Moment mal, hat die das gemacht mit den anderen Figuren? Wir haben ja Puppen gesehen, wo echte Augen drin waren. Alice, was zum Geier ist aus dir geworden? Oh, shit. Also freut sich bestimmt über neue Augen. Ist überhaupt nicht creepy. Hallo? Schau mich nicht an. Jetzt noch zu. Ich muss nochmal zurück zu dem Typ hier oder zu dem hier. Mit bloßen Händen schaffe ich das nicht. Also brauchen wir ein Messer. Liegt hier ein Messer rum irgendwo? Nee. Warte mal, ist hier jetzt vielleicht eins drin? Jetzt noch zu. Oh, zu. Ja. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich noch ein Stück weiter zurück. Messer. Wo könnten jetzt ein Messer sein? Hier, oder? Ah, eine Kneifzange. Oh. Oh, no. Warte mal, bei dem hier jetzt, oder? Tatsache. Oh. Neue Zähne. Hm. Hier, viel Spaß. Gifts, you made Mr. Rabbit happy. Schönen Dank. Mr. Rabbit says thank you too. He says he will find you later to thank you then. Er will mir danken? Sicher, dass es was Gutes ist bei so einem Hasen? Er sieht so freundlich aus. Ah, jetzt kann ich hier rein, okay. Oh no, das ist die. Okay. Warte mal, ist das vielleicht eine Form von Alice aus dieser Gedankenwelt? Weißt du? Also. Ja. Ja, ja. Hallo. Was ist das? Hase? Schatz, du hast dein Kaninchen hier gelassen. Ja. Was haben wir hier wieder? Fliegende Sachen? Ich habe immer noch keine Taschenlampe.
Warte mal, hier ist eine Tür, hier ist ein Gang, da fliegt Zeug rum. Es ist noch nicht an der Zeit. Okay. Boah, das Geflacker, da muss ich auch immer schnell durch. Oh, was haben wir hier? Hase? Sie haben die Hälfte einer Hasestatue. Ich erinnere mich an etwas. Oh, okay. Dankeschön. Wo bist du denn? Ich kann dich nicht sehen. Boah. Okay. Du bist ein Feigling. Oh, ist die andere Seite. Ich erinnere mich etwas. Sie haben die Hälfte der Hasestatue. What? Was heißt das? E, D, I, K, S. E, B, I, C, I, U, S. Hä? Moment, jetzt bin ich mal. Was sagt er? Moment, ich schreibe mal kurz mit. E-B-I-C-I-U-S. E-B-I-C-I-U-S. Was soll das heißen? Odysseus? Okay, sag mir gerade ad hoc nix. Stuhl. Stuhl? Gum? Wait, what? Gun. Pistole. Hocker. Senility. Alter. Oh, sind das wieder Bilder? Schleife. Was? Altersstuhlschleife? Pistole? What the hell? Was steht hier? Have you. Was steht hier? Was? Odysseus, ja, hab ich auch. Danke dir. Warte mal, hier kommt irgendwie eine. Was? Ah, why have you done this, oder? Drugs. Nein, wir nehmen keine Drogen. Wir essen nur Schokolade. Was haben wir hier noch? Knife. Warte mal. Knife. Also mit K hätte ich nichts. Was ist das hier? Moose? Hätte ich auch nicht. Sensility hätte ich. S. Okay, jetzt habe ich unten alle voll. Wo ist sie nur? Ich habe sie die ganze Zeit beobachtet. Sie muss hier irgendwo sein. Okay, das ist ja merkwürdig. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier wieder Sachen drauflegen. Aber ich habe nur zwei. Ich guck mich erst mal ein bisschen um. Huch. Was? Hier geht's nicht weiter? Interesting. Ist noch nicht die Zeit. Das ist definitiv kein englisches Wort. Der Übersetzer kennt es nicht. Ja, das muss irgend so ein anderes Wort sein. Vielleicht so ein Auslöser oder so. Tja. Okay, irgendwie. Jetzt auch gar keine Hinweise weiter.
hier geht's dann bestimmt weiter später. Boah, das Blinker, ey, das mag ich nicht. Es regnet, wir können nicht nach draußen gehen. Hm, okay. Aber ich habe nur zwei von denen. Reichen denn zwei? Okay. Verstehe ich nicht. Stuhl wegen dem hier. Ah! Also der Schaukelstuhl und was hast du getan? Die Frage, das ist das Richtige. Okay. Warum bist du so? Oh, Taschenlampe. Vielleicht hat er aufgesammelt, drücke F, um sie zu nutzen. Ja, nice. Oh, jetzt wird es wieder richtig creepy. What happened to me? Du bist ein Feigling. Oh, Alice. Ja. Das ist wie eine Haustür. Du hast Emily verlassen, du Mistkerl. Wie soll ich das einem Kind erklären? Du kannst es nicht rechtfertigen. Das war gemein. Warum bist du so? Konntest du uns verlassen? Doch keine Tür, okay. Na, geht doch nicht. Ja. Oh nee. Das ist wie in Resident Evil mit diesem Monster Baby. Schlimm. Okay. Oh, ist hier was drin? Was sieht das bloß aus? Oh. Okay. Die sind verschwunden. Oh, ich hab voll Gänsehaut. What? Oh. Okay. Ah! Oh no.
Die hat ihr Kind erschossen. Mach auf, Häschen. Moment, ist das während des Versteckspielen passiert? Aber wieso holt die dann überhaupt eine Waffe raus? Verstehe ich nicht. So wirkt das jetzt. Will sie sich öffnen hier? Oder war da noch was anderes? Immer noch nicht Zeit. Hä? Ich kann deine Buntstifte nirgends finden. Na toll, da wird dein Kind erschossen und ich gähne lautstark. Das Rätsel ist so ein bisschen wie das andere. Da hatte man aber den Vorteil, dass man das Gedicht hatte und ja, das rausfinden konnte. Aber hier, das war wirklich... Ja, das Einzige, was halt unterschiedlich war, ist das halt mit dem Schaukelstuhl und mit der Frage. Aber das war, wie gesagt, ein Hauch des Glückes. Ah! Hey, lange nicht gesehen. Und hier ist die Tür zu Hause gewesen. Guck an. Ich kann es kaum erwarten, das dein nächstes Meisterwerk zu sehen. Was? Okay. Okay. Dir wird bald warm. Ich hole uns eine Decke. Okay, Moment mal, ich sehe gerade, das ist ja hier auf, ist auf dem Kopf hier, die Seite da hinten. Hallo. Es ist ich, Alice. Did Mr. Rabbit like your gifts? Why do you keep pretending you don't care for me anymore? You are lying to yourself. Still having problems of memory? Oh, Alice. Why would you think I'd want something that already belonged to me? Prove you still care. Give me something real. Okay. Show me how you smile. Oh no. Sie haben die Kneifzange. The hell? Alles verdreht hier. Hier ist doch was. What? Hä? Yeah, was? Was? Was ist das für eine Bewegung? Was soll ich da machen? Was? Das macht die jetzt bei sich selber? Are you kidding me? Das kann ja nicht wahr sein, ey. Wie waren die anderen von dem Kind oder was?
Was? Wie kommen wir denn darauf? Versteck spielen und dann plötzlich, ich ziehe meine Waffe und schieße auf mein Kind. Da muss ja noch irgendwas gewesen sein, dass sie eine Waffe hat, holt und dann noch ausführt. Das ist zum Geier, ey. Spielen Sie ein Spiel mit Emily. Emily hat Angst vor dem Sturm, ich muss sie ablenken. Ein heißes Bad nach einem langen Arbeitstag, wie könnte ich da widerstehen? Ich verstehe die Duschenden nicht. Das ist diskreter. Mir ist gerade nicht danach gehört. Ja, okay. Ach, nichts drin. Na gut. Oh, wir sind wieder hier. Ach so. Boah, Kamera. Ach so, wir müssen jetzt zu Emily gehen. Okay. Was? Wieso kann ich nicht hoch? Wegen Licht oder was? Hä? Nee, nicht wegen Licht. Ah, hier ist er. Ah, okay. Hallo. Oh, warte. Nein, ich wollte. Ja. Oh. Sehen wir uns mal, wie es aussieht. Jawohl, und nochmal. Oh, Vorsicht, Bomben. Ah, daneben. Nochmal, schieß. Ah, zu spät. Vorsicht, schieß. Schieß. What the hell, Kind? Schieß. Sie liebt dieses Spiel. Wenn ich drücke, geht's auch. Oh, der hat noch die Bombe abgeschmissen. Das. Aber ich kann nicht. Ich kann ja nicht hin und her. Warte, ich will noch ein paar treffen hier. Böse. Flugzeuge. Komm, bis 3000 Punkte machen wir noch, dann ist Schluss. Gut. Oh, nochmal? Hey, ich hatte schon 3000 gehabt. Und wieder ein Spiel im Spiel. Oh Mann. Hey, wie soll ich nicht auf 3000 kommen, wenn das immer runtergeht? Was? Okay, Schluss jetzt hier. Kann nichts machen? Achso. Achso, ich muss. Oh oh. Oh, das muss so sein. Ja, das Reaktionsvermögen an der Schaufel-Tablette, ja wirklich. Was ist das? Minus Score. Das gibt's nicht. Emily. Na endlich ist das Ding aus. Toll, das müssen die Sicherungen gewesen sein. Emily? Ich habe wieder keine Taschenlampe. Shit. Verdammter Sturm.
Ach, hier liegt sie. Ja, übertreibt man nicht, Kind. Habe ich dir nicht gelehrt, draußen in der Natur zu überleben? Du verweichlichtes Stadtkind. Geh raus jetzt. Wie macht die das, wenn die den Mund nicht bewegt? Das ist die Frage. Strom wiederherstellen. Es ist die Sicherung. Sie sind im Keller. Jason würde sich normalerweise um sie kümmern, aber er ist immer noch nicht zu Hause. Tja, heute ist wahrscheinlich der Tag, wo sich alles dreht. So, vorher muss ich noch einen Schluck trinken. Na dann, auf geht's. Komm. Irgendein alter Schrott, es wird jedes Jahr mehr. Aha. Hier sieht's aus wie in einer Rapperhöhle. Wir müssen. Was? Wir müssen uns allerdings mit Gurken eindecken. Mit Gurken? Okay. Nee, warte mal, ich kann das ja anlassen. Wie ist denn das hier hingebaut? Da ist ein Fenster. Ach, hier wird gebügelt. Bevor das Jas und seine Hemden bügelt, ich bin eine Niete darin. Aha. Waschmaschine und Trockner. Was haben wir hier noch? Schrott, Schrott, Schrott. Ah, wie im Krankenhaus. Oh, dieser Glaseffekt. Hä? Da fällt das Ding um, wenn der Strom angeht. Was ist denn das? Oh. Oh no. Da bin ich aber gar nicht hingegangen. Die Tür ist umgefallen. Wie kann das sein? Oh, hell no. Was? Der war die ganze Zeit schon da? Hä? Wieso haben wir das nicht mitbekommen? Na, 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 das kann nicht sein. Hä, das hätten wir doch gemerkt. Aber das war in dem Haus wie mit der Puppe schon. Ob das irgendwie eine andere Familie war. Ich rede davon und jetzt sind wir schon wieder hier. Doch wieder hier. Nicht hier in dem Haus. What is Dad doing? Dad spielt ein Spiel. Häng am Galgen nennt sich das. Ah, Taschenlampe, okay, cool. Taschenlampe ist echt unheimlich. Layers of Fear. Nummer 4. Also. Pflanze sieht ganz gut aus. Alice? I'm really sorry about Jason. I know it must be hard for you, but. But you have to get back to work. We can't afford you to do this. Dr. Hypnos is asking about you. Oh no. Can I bring Emily? Ja, aber der hat doch dann noch gelebt, ne? Das hat man doch in dieser auf
der Kassette gehört. Ich hoffe, die Badewanne hält. Hallo? Bin ich gerade durch den Sessel gegangen? Ja. Oh, wir sind wieder im Krankenhaus. Good to see you back, Alice. We have the next patient at 3 p.m. He's here for NET. Jane will fill you in. Jane? Ach, das war dann die andere, die Assistentin. Oha. Blah, okay. Okay, we're almost ready. Please turn your phones off. Chop chop. Transfer all calls, Jane. Now, let's begin. Bring Emily with you. She shouldn't stay alone. Okay. Sind keine Buchstaben dran. Ja, okay. Mhm. Erinnere ich mich. Ja. Wäre ganz hilfreich, oder? We start in 15 minutes. Take Emily to Sylvia's office. She can look after her. Es hat auch ein bisschen was von Outlast, ja. Ich hoffe, es kommt aber wirklich ein dritter Outlast-Teil, weil Outlast Trials, das war nichts für mich. So wie beim ersten oder zweiten Teil, sowas brauchen wir. Mom, can we go to the bathroom? I think I'm gonna throw up. Auch Pflanzen müssen baden. Ah, das warme Wasser, dieser Duft. Das tut der Seele gut. Okay. Ah. Hey, Hase. Wie geht's? Du siehst wieder ganz anders aus. What? Oh no. Oh wow, okay. Das ist ein recht cooles Bild, finde ich. Telefon ist es denn jetzt? Your kid can't escape. Jane will take you to your house. Give her the keys. Come with me. We will cover this up. Vertuschen? Was wollt ihr vertuschen? Der Hase? Nein! Oh, nee. Ah! Oh, shit. Oh, dieser Sound. Schlimm.
Mutter finden. Jemand im Erdgeschoss macht viel Lärm. Ist das Mama? Sie hat mir gesagt, sie käme heute Abend später. Wenn es also nicht Mom ist, wer dann? Oh, ich bin das Kind. Cool. Irgendwas, können wir klettern? Ja gut, wir haben keine Taschenlampe. Gott, wenn das die Szene von vorher ist, dann kommt jetzt die alte Frau. Kann ich umschalten? Ja, gehen wir mal runter. Und gucken uns mal an, was hier los ist. Boah. Oh, mit einer Schrotflinte. Oh shit. Versteck dich im Schrank. Jemand ist hier. Ich kenne die Männer nicht. Ich kenne sie nicht. Mom, komm zurück. Ich habe Angst. Oh shit. Aber da guckt er doch nach. Also hat jemand Fremdes uns umgebracht? Oder sind das die von dem Institut, die das vertuschen wollen? Das könnte natürlich eher sein, ne? Ich glaube nicht, dass irgendwelche random Leute hier reinkommen. Das könnte schon damit zusammenhängen. Er hat gesagt, wir müssen das vertuschen. Ey, schlaf schön. Oh shit. Okay, wenn der nicht hier reinguckt, dann. Yeah. Dylan. Oh, du feiges Stück Dreck. Wer ist das? Wer ist der andere Typ? Wow. Einfach das Kind erschossen. Du verdammtes Scheißdreck. Dings da. Ja, aber dann war das der Mann doch. War das doch gar nicht die Frau und auch nicht der Mann? Okay, das ist ja, schon ein bisschen verwirrend. Wow, da fahrst du direkt in ihr Zimmer rein? Oh no. Der Hase und das Auge. Wie wär's, wenn wir etwas malen, Hase? Oh, hier draußen! Ach du Scheiße. Okay, das ist Jason. Emily. Es ist schön heute, perfekt für einen Spaziergang. Wie findest du das? Wow.
Oh, das Bild ist schön. Vielleicht ein paar Tiere aus deinem Buch? Meisterwerk? Herr Hase. Was soll ich jetzt machen? Ausrufezeichen. Hase, hast du dein Bett nicht gemacht? Hallo. I can't expect you to even begin to understand. You're as clueless as our child. She and Emily got caught in the crossfire. Same for you too. I see you've decided. So, see you soon. Hey, wir sehen uns bald wieder. Interessant. Wait, wait. Warte mal kurz. Also ich kann nicht mal weg, wenn ich einmal hier drin bin. Ist natürlich niemand da jetzt, ne? Oh, also das war jetzt schon heftig. Weil mit dem Kind, ey. Danke, es kann nicht mehr lange dauern, bis ich eingeschafft bin. Alles klar. Dann danke, dass du mit dabei warst. Trotz des 0%igen Akkus. Dann bis zum nächsten Mal. Und es ist ja morgen ein richtig gutes Frühstück. Sonst kippst du noch um. Hill Alice, Finish Tape 2. Alice Hill, Zeitpunkt des Todes 11.57 Uhr. Todesursache, Rückenmarksverletzung und hypoxische Hirnverletzung. Wait, what? Was? Die ist tot? Hier sind die Dokumente. Diese Bänder müssen eine Art Scherz sein. Sie sind auf keinen Fall echt, aber sie sehen so realistisch aus und diese Ärzte haben sie behandelt. Es wären sie wichtig. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das jetzt hier? Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Also diese Frau war eine Krankenschwester hier. Sie war dort während des Verfahrens. Ja. Sieht so aus, als hätte hätten sie am Ende erwischt. Anamnese. Also Alice Hills Körper wurde einer NET unterzogen. Der Patient war nicht ansprechbar, hatte mehrere Knochenbrüche und schwere innere Blutungen. Der Leichnam wurde schnell genug transportiert, um eine erfolgreiche Überführung zu ermöglichen. Weitere empfohlene Untersuchungen, weitere Untersuchungen am Exemplar. Aha. Da haben sie die dann benutzt. Und haben dann das Experiment durchgeführt. Ja, das ist so ein bisschen wie Outlast gewesen. Da haben sie den einen dann auch mitgenommen. Und wollen dann dafür Experimente machen. Ist so krank. Geh zum Zimmer der Oberschwester. Ich sehe einige Hinweise auf Forschungsarbeiten, aber die Dokumente sind unverständlich. Es gibt eine Notiz, dass der Rest der Unterlagen in das Zimmer der Oberschwester gebracht wurde. Ja, lass mal abhauen hier, das geknarrt sie hier. Die Oberschwester. Ja, doch, da stand irgendwas Nursery-Dings. Head Nurse stand da. Aber gar nicht, war das jetzt hier oder war das jetzt hier oder hier? Irgendwo hier war es. Ja. Gut, dann gehen wir mal hoch. Head Nurse. Nee.
Dann müsste die Ebene hier sein. What? Was ist hier? Ich brauche im Moment nichts von hier. Ah, okay. Ja, das ist gut. Da ist doch noch eins drüber. Ja. Yeah. Dann war es doch noch drüber, okay. Naja. Nee, doch nicht. Ha! Hier müssen wir rein. Es muss dieser Raum sein. Finde den Rest der Dokumente. Auf dem Zettel stand, dass die restlichen Dokumente hier sein würden. Dann gucken wir uns mal hier um. Nichts, 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 nichts. Und ich habe immer noch keine Karte gefunden. Das kann nicht sein. Schlüssel. Vorsicht. Oh oh. Und wo? Für wen? Kann ich den anwenden? Ach so, das gehört alles dazu. Sie haben die kleiner Schlüssel. Bookworm, find all of the documents. Yeah. Sehr gutes Achievement. Achievement. 27. August 1979. Soren Nathan Andrew. 3667N. Verfahren NET-Technik. Klassifiziert. Ergebnisse medizinisch unerwarteter Tod. EEG-Parameter. EKG-Parameter. Atmungsparameter. Eindruck Nachlässigkeit des Hilfsarztes. Signalstörung durch eingehenden Telefonanruf. Okay. Oh no. Und das jetzt? Das ist es nicht. Funktioniert nicht. Leere Kisten und andere Müll. Out, in, in, out, out. Oh. Alle zu. Knusprig. Ja, genau. Wie beim letzten Mal. Das ist niedlich. Muss man das ein paar Mal drehen? Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Okay. Telefon geht auch nicht. Hm. Warte mal hier. Ah, das ist neu. Das habe ich noch nicht gelesen. Patient, 27 Jahre alt, behandelt wegen idiopathischer Schlaflosigkeit. Albträume führen dazu, dass er mehrmals in der Nacht aufwacht. Gibt an, dies mit Antihistaminika behandelt zu haben, ohne dass eine Besserung eingetreten wäre. In der Familie gab es Depressionen, paranoide Schizophrenie. Nachdem der Patient an das Gerät angeschlossen worden war, wehrte er sich zunächst gegen das Signal. Nach genau 17 Minuten und 36 Sekunden traf der Patient in die REM-Phase ein, worauf er angeschlossen wurde. Er schien sich in einer einsamen Gasse zu befinden, die bis auf zwei Autos und ein paar Schaufensterpuppen leer war. Der Patient dachte zunächst, er sei in einem Autounfall verwickelt worden. Die Gedanken des Patienten schienen Hindernisse zu schaffen, die der Mann überwinden musste. Er nahm ein Brecheisen von einer Schaufensterpuppe, um eine Tür zu öffnen, die zu einem Aufzug führte.
Der Aufzug war ohne Strom, aber der Patient schuf einen leeren Generator, in dem er etwas Benzin fand. Der Aufzug brachte ihn an einen Ort, der wie eine alte Villa aussah, mit langen Korridoren. Hier begann Dr. Hypnos mit der Nervenstimulation, was dazu führte, dass die Tür zu einer der Kammern geschlossen wurde, wo der Patient hineingehen konnte. Der Patient fertigte schnell einen Schlüssel an, den er in einer Küche am Ende eines der Gänge fand. So was Ähnliches hatte ich schon mal gelesen. Ja, dass man praktisch die Räume selber gestalten kann. Und dass man die dann verändern kann. Oh shit. Ja, aber wo soll ich denn jetzt hingehen? Jemand ist hier. Okay. Oh, da hinten. Oh. Ich laufe den genau in die Arme. Das ist toll. Vorsicht. Es sind die von Ned bestimmt. Shit. Oh, du Idiot, Mann. Warte kurz. Aus der Einrichtung fliehen. Heilige Scheiße, ich war so naiv zu glauben, dass der Alarm niemand alarmiert hat. Ich muss so schnell wie möglich von hier verschwinden. Ich erinnere mich an den Haupteingang. Wenn ich nur dorthin gelangen könnte. Na toll. Ich kann ja nicht weg. Ich will mal kurz gucken. Nee, kann ich nicht. Oh man, wie soll ich denn hier abhauen können? Du hast Small Key benutzt. Ah, okay. Ich muss mich beeilen. Ja. Mach zu. Hä? Los, lass mich. Okay. Oh shit. Okay, weg. Oh wow. Hoffentlich war es schnell genug. Exit? Oh no! Nein! Oh, wieso haben die mich so schnell erwischen können? Oh, die haben mich betäubt. Oh! Jetzt haben die gleich geschossen? Speichert. Oh, wer ist das? It's exactly how I remember it. Yeah. Something wrong? When I die, will you scatter my ashes here? Aren't you too young, Nate? For fuck's sake, are you recording this? Yep. Wanted to commemorate the moment. Fuck you. I promise. Sprechen wir nochmal mit der Informantin. In the name of grief, finish the story. Okay. Wir sind durch. Ja, gehen wir, Freunde und Ladies. Das war Anthology of Fear. Piotr. Piotr. Okay. Nice.
Ja. Es ist zwar beschrieben als ja so ein bisschen in Richtung Episode, aber dennoch ist es in der Story mit verbunden und nicht so als Einzelteil. Das finde ich auf jeden Fall ganz gut. Grafik, Atmosphäre, Soundkulisse. Mir richtig gut gefallen. Und auch trotz, dass sich Ebenen wiederholt haben, waren die dennoch so abwechslungsreich, dass es auf jeden Fall Spaß gemacht hat, die zu sehen. Ja, und nicht so, oh Gott, das ist ja wieder dasselbe und ja, sondern die andere Atmosphäre, wie die Räume dann gestaltet waren, die Gegenstände, die man finden kann, oder das halt mit dem Rätsel. Also diese zwei Figurenrätsel waren schon nicht schlecht, aber so ein bisschen, wo man sagen musste, ja, wo hat man jetzt die Infos her? Ja, wie ich schon vorhin sagte, das eine hat ja den das Gedicht gehabt. Da konnte man das gut nachvollziehen. Bei dem zweiten jetzt war es eher mehr, Moment, was ist hier als Unterschied? Dann ging das auch. Aber dass man sagt, nur ich habe hier gar keinen Text oder hier steht ja nirgendwo was an der Wand, das hat dann so ein bisschen gefehlt. Aber ansonsten war das ganz cool gemacht. In zwei Rätseln. Cool wäre natürlich, wenn dieses Geflimmer stellenweise, das ist, auch wenn man es ab kann, bis zu einem gewissen Grad ist es irgendwann mal störend, weil das wirklich mit einer gewissen Frequenz ist. Es gibt verschiedene Frequenzen, wo das einen stört und einen weniger stört. Mich hat es da schon stellenweise gestört. Aber sonst hätte man das aushalten können. Aber wie gesagt, das Flackern, das muss nicht unbedingt sein. Das, wenn dann mal ganz kurz, dass irgendwas mit dem Licht ist, aber dann ist auch wieder gut. Ja, ich denke auch so ein bisschen storymäßig schließt sich der Kreis. Auf jeden Fall ein bisschen was, zum, wo man nochmal länger mit nachdenken soll, wo dann Leute mit reingezogen werden in Experimente, die eigentlich da nur dabei sein wollten. Mal gucken, wie das so ist. Ja, wie sich das ausführen lässt. Ja. Aber ich merke gerade, dass wir irgendwie nicht so direkt den Bruder gefunden haben. Weil hier war ja dann das Ende dazu. Das ist ja immer noch offen. Wir sind dann ein bisschen mehr gewechselt in die Familie mit rein. Weil das ist ja auch die Sache, storymäßig bleibt das Spiel dann seiner Linie treu. Oder trifft es wirklich so weit ab mit solchen Welten, dass man zwei, drei andere Geschichten mit drin hat. Und hier war auf jeden Fall eine mehr mit drin. Ja, haben sie uns dann noch mit erwischt. Also, könnte auf jeden Fall nochmal Anthology of Fear 2 rauskommen. Ja, wie gesagt, wir haben das ja da nicht mitgefunden. Haben den Bruder nicht mit nach Hause genommen. Ein gewisser Teil fiel mir dann zwischendurch noch ein, wo ich so überlegt hatte, weil ich sagte, ja, das ist ein bisschen wie Outlast stellenweise. Auch The Evil Within, ja, wer die Spiele gespielt hat, die hatten ja auch so Badewannen, wo man angeschlossen war
und lag dort in dieser Kokosmilch drin. Da kam die Idee, ja, das ist stellenweise so ähnlich mit diesen gedanklichen Experimenten hier. Und dann, dass die dann aber tot war. Der Mann dann direkt nochmal mit draußen. Und dass die dann aufgesucht haben. Aber warum haben die denn dann den Befehl gegeben, dass die dann aufsuchen und das Kind dann umbringen? Weil der war ja ein ganz anderer. Der andere war wahrscheinlich der Forscher. Und der andere hat es einfach nur vollzogen. Aber warum hat er überhaupt das gesagt? Ja, hier, geh mal zu deiner Hause und bring das Kind dann um. Oder such nach irgendwas. Der Bruder ja dann. Da müsste das ist ja von dem einen der Bruder sein. Hat sich dann erhangen mit. In dem Puppenhaus, nur von der Realität ergriffen. Dann hat das schon Sinn gemacht, wo wir den dann entdeckt haben, in dem Keller. Ja, wenn man es so betrachtet. Ja, schon sehr interessante, stellenweise verflochtene Story, wo man sagt, Moment, das ist doch die Person, ist das jetzt von dem? Ja, das taucht dann ab und zu mal auf. Aber das ist gut, da kann man ein bisschen drüber nachdenken und philosophieren. Ja, Steuerung war soweit ganz gut, hat soweit geklappt, bis auf diesen, man hat es im Stream ab und zu mal gesehen, so diesen Kruckler. Ich laufe zum Beispiel geradeaus und die Kamera plötzlich, zack, macht nur so eine 90-Grad-Drehung. Aber das ging auch jetzt nicht weg mit Neustart oder Einstellungen. Das weiß ich, was das für ein Fehler ist. Vielleicht kommt da nochmal ein Update raus. Für euch, die das auch mal probieren möchten, dass ihr das dann nicht habt. Kommt zum Glück sehr, sehr selten vor. Aber ich habe es, glaube ich, 3-4 Mal gehabt. Ja, 4 Mal bestimmt. Boah. Ansonsten. Ja, man hat die verschiedenen Seiten gesehen, auch mal in schön, auch mal in schlecht, was die Umgebung betrifft. Ja, wie gesagt, auch jetzt hier so die Untermalung mit dem Ton, der Musik, war gut gemacht. Es gab auf jeden Fall ein paar interessante Erschrecker. Die Wohnung jetzt, ja, war auf jeden Fall ganz angenehm, war nicht so unheimlich. Unheimlich war auf jeden Fall das Haus mit dem Holz, mit den Gängen, mit den Räumen. Das war schon ziemlich unheimlich, mit den Puppen und allem, mit den Lichtern und den Kunstobjekten. Schon ganz cool. Der Anfang war sehr, sehr stark, muss ich sagen. Das war von der Umgebung her mit den Gängen. Also, Das war richtig gut. Das war ein richtig guter Einstieg, ja. Das haben sie echt gut gemacht. Ja. Ja, also ich gebe dem Spiel 5 von 5 Twitcher Sternen. Also das war als Indie Action Survival Psycho Horror Game, mal so auszudrücken, richtig gut gelungen. Ja, was vielleicht noch ganz cool wäre für den zweiten Teil mit diesem Menü, dass der Entwickler, wenn die Einblendung kommt, das ein paar Sekunden länger eingeblendet lässt, dass man das wirklich komplett lesen kann und dass man vielleicht auch die Gegenstände irgendwie markieren kann, dass man lesen kann, was das genau ist. Beziehungsweise eine Anzahl wäre ganz gut zu wissen. Weil bei manchen wusste man nicht, brauche ich noch so eine Figur, muss ich noch eins finden oder waren das wirklich nur die 3-4 Stück? Ja, ansonsten ein ganz simples Menü. Ja, klar, konnte man gut verstehen.
Das ist auch wieder so ein Spiel, wo man wirklich so viel wie möglich lesen muss für die Story, dass man erfahren kann, wie sich was entwickelt hat, wie die Charaktere sich austauschen, wie die Beziehungen untereinander waren. Ja, und was dazu eben führte, wie es jetzt eben ist. Also das ist schon ganz spannend, sich das so zusammenzusetzen. Ja, nicht zu viel, dass man sagt, ach so, gut, alles klar. Aber auch nicht so, dass man hinter jedem einzelnen Wort herrennen muss. Sondern das war schön ausbalanciert. Ja. Und ja, die große Kunst ist ja weniger Monster, mehr mit Atmosphäre und Soundkulisse und Story zu punkten. Das ist die große Kunst. Gut geklappt, ja. Also, ja, auf jeden Fall feiern, wenn da irgendwann mal ein zweiter Teil kommt, der das hier wirklich fortsetzt. Und die Sachen dann eben ausbauen lässt. Denn es ist ja bei manchen Sachen, er erkennt sie dann selber, man macht irgendwas auf im Spiel und dann, oh, ist nichts drin. Dann lieber mit einem Hinweis, wie manchmal eingeblendet wurde, ja, hier finde ich nichts. Dann weißt du gleich Bescheid und dann kannst du dir die Zeit sparen. Oder du findest eben dann wirklich was. Ja, wäre dann auch ganz gut. Ja, also wie gesagt, 5 von 5 Twitcher-Sternen hier für Anthology of Fear. Ja, Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ansonsten dann, ja, ich würde euch gerne das Finale dann hier, dem Moment auf der Tube dann auch gerne an, zu einer anderen Zeit, die dann ein bisschen passender ist als in der Abendrunde. Ansonsten wie immer gern in der Abendrunde oder halt mal zur Kaffeerunde. Ja, gibt's auch. Frühstücksrunde. Gibt's auch. Aber selten. Genau. Ja. Dann ist ein weiteres Buch in den Gaming Lounge Archiven, in den Büchern eingetragen. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter mit dem letzten. Das wird man dann im besten Fall dann morgen starten. Da hat man auch mal eine Demo gespielt. Und das Coole ist, nächstes Jahr soll dann, ja, ungefähr in einem Jahr wahrscheinlich, müssen wir dann mal schauen, ob dann ein genaues Datum dann draußen ist, der zweite Teil kommen. Da können wir das natürlich gleich mit als Vorbereitung sozusagen nehmen. Ja, und dann werden wir noch mal ein bisschen rotieren mit den Genres in der Gaming Lounge und dann kommen auch mal ein paar andere Varianten, bis es dann wieder weitergeht mit neuen Horror Games. Denn einige sind noch nicht draußen. Aber keine Sorge, in der Pipeline warten schon die nächsten. Ich freue mich sehr drauf. Vor allen Dingen auf euch. Vielen Dank für die Unterstützung. Fürs Reinschauen. Herr Chris, bei allen auch nochmal danke fürs Nachschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kommt gut durch die Nacht. Schönen Start ins Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Twitcher live aus der Gaming Lounge. Dankeschön. Und...